Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island. Ja, Yippie, unser Robo wartet auf uns mit dem letzten Rätsel. Einen Fehler habe ich drinne, weil ich das ja so dann nicht mehr danach geladen habe neu. Das heißt, er bleibt jetzt erstmal bestehen. Ich darf mir keinen Fehler mehr erlauben, aber bestimmt wird es noch welche geben. Wir sind ja erst bei Frage 7 oder jetzt 5 dann. Also. Und ich habe einen Tipp bekommen und ich habe mir selber auch Gedanken gemacht. Mal gucken, ob ich das Rätsel jetzt nochmal löse. Wie lautet die Antwort? Wenn innen es milchig wird, Sterne sich bilden, dann suchen die Ängstlichen Schutz in der Schilden. Da Gewitter bald toben, in aus Willen Gefilden. Ja, und dann gibt es eine Möglichkeit, ja, da vorne noch hinzugehen. Hier haben wir uns noch gar nicht mit befasst zu diesem Rätsel und das könnte natürlich dazu passen. Von wegen, genau, ich soll das Sturmglas nehmen, war der Tipp. Dann gibt es noch das Quecksilberbarometer mit misst den atmosphärischen Druck, misst den Druck einer Flüssigkeit in einem geschlossenen Gefäß, Manometer, dann haben wir das Chronometer, Thermometer, Wärmesonde misst die Wassertemperatur. Da würde doch das Sturmglas vielleicht passen. Enthält eine Mischung, die trüb wird. Ja, wegen dem Milchigen. Und kristallisiert, wenn schlechtes Wetter. Alles klar, das nehme Sie ich. haben. Ja, das nehme ich. Das ist das Sturmglas. Wenn ein Yay! Sturm aufzieht, wird die Flüssigkeit darin milchig, weil sich Kristalle, poetisch Sterne genannt, in ihr bilden. Gewöhnlich sieht man daran, dass Mutter Natur bald heftig toben wird und man sollte in Deckung gehen. Die Antwort ist richtig, Na, Gott sei Kapitän. Dank. Hier ist das nächste Rätsel. Okay. Das einzige Auge dieses Geräts starrt unverwandt in die Höhe. Es führt verirrte Schiffe nach Haus, trotz Welle und Wolke und Böe. Könnte dann nicht, sind wir dann nicht an der Wand vielleicht sogar richtig hier mit diesem Sextant, dient zur Bestimmung des Breitengrades? Also ich weiß nicht, ob das passt, aber ein Sextant ist das nicht dafür da, für die Schiffe, um die halt, ja, um denen halt zu helfen, wo sie hinfahren sollen? Also steht ja hier Bestimmung des Breitengrades. Ich weiß nicht, ob das passt, aber ich nehme das mal. Sie haben. Das ist der Sextant. Ja! Mit ihm bestimmt man den Breitengrad, indem man die Höhe der Sonne über dem Horizont misst. Er enthält eine Linse, die im Rätsel als einziges Auge Das bezeichnet wusste ich wird. nicht. Die Antwort ist richtig, Wuhu! Kapitän. Hier ist das nächste Rätsel. Das Kind des Wassers fliegt äußerst geschwind. Vier schillernde Flügel schwirren im Wind. Vier Flügel. Müssen wir jetzt wieder zu den Tieren gehen? Was haben wir denn hier noch? Vier Flügel. Wir hatten doch hier noch. Passt da was hin? Hier, vier Flügel, die Libelle. Oh, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich habe jetzt nicht irgendwie in die Lösung geguckt oder so. Also, der einzige Tipp war halt das mit dem Sturmglas. Und an die Wand wollte ich sowieso als nächstes gehen. Und das war jetzt auch richtig. Aber das würde doch auch passen, Sie oder? haben. Ja, komm. Die Libelle Yay! ist ein gewandfliegendes Insekt, dessen Larve im Wasser lebt. Man könnte sie deshalb auch als Kind des Wassers bezeichnen. Die Antwort ist richtig, Kapitän. Sie Wuhu! haben den Test bestanden, Kapitän. Es besteht kein Zweifel. Sie sind Kapitän Nemo. Ich werde Ihren Befehlen gehorchen. Deaktiviere sofort den Schild, der uns von der Außenwelt abschneidet. Ja, Kapitän. Yeah! Yeah! Mama, du kannst mich hören? Ja, Mama, ich auch. Ja, aber hör mir erst mal zu. Notier dir meine Position. Hast du das? Ja, die Insel ist groß. Ich bin an der Ostküste. Ich zünde ein Feuer für das Rettungsteam an. Bonuspunkt 276. Starten Sie das Spiel neu, um andere Wege zu entdecken, das Abenteuer zu bestehen. Will ich das denn?
Ach, das war's mit Return to Mysterious Island. Die Rückkehr zur geheimnisvollen Insel. Mein Gott, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell doch gerade endet. Das ist ja irgendwie, nach 5 Minuten ging das hier voll schnell. Und es wirkt wahrscheinlich gerade so, als hätte ich halt durch die Lösung gewusst, was ich machen soll. Ist aber nicht so. Es ist einfach nur eine neue Runde, ein neues Glück gewesen. Und das mit der... Ich hätte mal vorher im letzten Part einfach an die Wand gehen sollen mit den Sturmgläsern. Ich glaube, dann hätte ich da... Auf die Idee hätte ich auch schneller kommen können. Ist aber halt nicht so. Und dementsprechend... Und die anderen Rätsel fand ich jetzt nicht so schwer wie die davor. Aber okay, das war's mit dem Spiel. Mensch, wir haben es geschafft. Das war doch viel anspruchsvoller, als ich gedacht hätte. Ich frage mich, wie ihr es fandet. Ich fand, es war was Besonderes irgendwie. Es war mal was ganz anderes, als ich vorher gespielt habe. Also so Wimmelbildspiele und so kenne ich ja schon. Aber das war jetzt doch nochmal mehr... Ja, das war auch ein bisschen viel so allgemein Wissen abfragen und so ein bisschen... Ja, so ein Survival-Spiel, also ein Survival-Denken einfach mal. Vielleicht liegt es daran, dass ich solche Spiele relativ selten im Verhältnis zu anderen Spielen spiele. Und deswegen hat es mir Spaß gemacht. Wie gesagt, ist dafür, dass es so alt ist, finde ich das Spiel eigentlich ziemlich gut und auch gut durchdacht. War, wie gesagt, manchmal etwas anspruchsvoll und ich musste doch hier und da öfters mal rausgehen und nachschauen, was ich jetzt als nächstes machen soll. Nicht immer habe ich... gewusst, wie man es macht. Und wie man sieht, kann man ja das ganze Spiel nochmal spielen mit anderen Möglichkeiten. Und die Mina ist wieder weg und kann zu Mama und zu ihrer Schwesters Geburtstag rechtzeitig hoffentlich erscheinen. Ich weiß noch nicht, welches Spiel ich fürs Wochenende als nächstes spiele. Hinterlasst mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar oder so, kennt ihr ja schon. Falls es euch gefallen hat, dann freue ich mich. Und am Ende bei den Rätseln hätte ich jetzt eigentlich noch gedacht, dass da was kommt mit dem Seepferdchen oder hier diesem Sponge oder dass da irgendwas nochmal von genommen wird. Hier den Seeigel, den hatten wir auch nicht. Ich meine, dass es irgendwo noch ein Rätsel gegeben hätte, da hätte man den Seeigel nehmen müssen. Das weiß ich noch, aber mehr weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist das immer so random mit den Fragen vom Robo. Und ich glaube auch die Frage, die ich falsch beantwortet habe mit der Perle... Das war bestimmt dann eigentlich die Perle, die wir dann hinterher erst da hingelegt haben. Und dann hätte ich vielleicht gar keinen Fehler gehabt. Aber mein Gott, so oft, wie ich beim letzten Mal gestorben bin, zählt das, glaube ich, auch nicht mehr. Also, achso, und wegen dem Klavier, wenn man das löst, ich weiß bis jetzt nicht, wie man es macht mit den Tasten. Also man nimmt auf jeden Fall die schwarzen Tasten. Könnte ich auch selber drauf kommen. Ich habe ja selber gesagt, mit den ganzen Biss und Fiss und was weiß ich, die da drinne sind. Biss alleine. Die Bs. Die an der Seite stehen bei den Notenzeilen. Da ist ja automatisch, dass man die schwarzen Tasten eher nimmt, nicht die weißen. Irgendwie so. Und dann muss man halt die richtige Kombination rauskriegen und dann löst sich das. Dann ist aber das normale Rätsel nicht mehr da. Also dann kommt man auch direkt zum Ende. Und das hatte ich ja auch gelesen. Und dann habe ich gedacht, nee, dann mache ich lieber das Rätsel. Das finde ich viel cooler als das Klavierstück. Und das ist halt so die alternative Möglichkeit, das Spiel zu beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Weekend Game. Mal schauen, was da so auf uns zukommt. Bis dann!